Schönen guten Abend bei Mein Weg. Heute haben wir zu Gast in Sebastian Graner. Der ist relativ junger Regisseur, ist das erste Mal am Theater, führt Regie mit Salome. Die zweiten Gästinnen heute sind vier Kinderbuchautorinnen, die jetzt da erst wieder einen zweiten Teil eines Buches rausgebracht haben, in Captain Grimbart. Und ja, lasst euch einfach überraschen, sie werden euch schon erzählen, was so in ihrem Leben gemacht haben. Mein liebes Publikum, heute mal ein anderer Beginn bei Mein Weg. Lieber Axel, herzlichen Dank. Ich denke, die meisten Zuschauer werden es erkannt haben. Salome von Robert Stolz. Hat mit unserem heutigen Gast was zu tun. Mein Gast, er stellt sich gleich selbst vor. Sebastian Graner. Sebastian, warum Salome? Was hat es jetzt mit denen auf sich? Also, ich bin Jungregisseur. Und ich habe mit 17 eine eigene Theatergruppe gegründet, Augentheater der Zukunft. Ja. Und wir haben drei Schauspielstücke schon erarbeitet, 2018, 19 und 20. Elektra, Gespenster und Fräulein Else. Und dann war jetzt dazwischen ja relativ viel Zeit. Also es gab Corona. Und in Corona war eigentlich dann, nachdem nichts ging, entwickelte sich die Idee, einfach für die psychische Erhaltung der Möglichkeit, ein Stück zu machen. Und Salome deshalb, weil ich der Meinung bin, dass die Welt ein total beschissener Ort ist und dass die Jugend heutzutage auch in ganz falsche Richtungen gleitet mit Social Media und alles an die Oberflächlichkeit gerückt wird und die Menschen sich nicht mehr mit sich selbst auseinandersetzen, was aber sehr wichtig ist, weil nur wenn man im quasi kleinen Rahmen nachdenkt, kann man auch über den großen Rahmen nachdenken. Und Salome deshalb, weil so wie ich das Stück von Oscar Wilde lese, es um Erwachsenwerden geht. Es darum geht, zu hinterfragen, was man mitgekriegt hat als Kind, was man gelernt hat von den Eltern oder von der Gesellschaft und sich eben auch aufzulehnen und dagegen zu arbeiten, das System zu brechen und das als Ansporn auch an junges Publikum mitzunehmen. Also müsstest du mit deiner Einstellung zu der Zeit, wo ich erwachsen wurde, waren ja das die Punks, die sich so aufgelehnt haben gegen die Gesellschaft und gesagt haben, Freunde, so geht es ganz einfach nicht mehr, es muss anders werden. Ich finde es schön, dass sich Jugendliche doch dafür einsetzen, auch, dass sich jetzt wieder was ändert. Aber glaubst du nicht, dass die Generation, nämlich unsere Generation, ein bisschen Mitschuld an der ganzen Misere trägt? Selbstverständlich. Aber nichtsdestotrotz sehe ich ganz andere Probleme in der in meiner Generation und den Generationen, vor allem die noch jünger sind als ich, eben auch, also
wir haben keine Ahnung, was Corona alles psychisch noch uns anrichten wird. Und vor allem so mit diesem TikTok, immer die Reizüberflutung, niemals mehr Ruhe und Nachdenken. Im Gegenteil, man will durch die sozialen Netzwerke, durch laute Musik, durch alles Mögliche gar nicht nachdenken. Eine 5-Sekunden-Werbung auf YouTube ist schon zu lang. Also ich glaube, dass die Menschheit im Generellen schuld ist an der Misere. Aber ich versuche jetzt, alle Menschen zu erreichen, aber vor allem die jungen Leute, die, glaube ich, in ganz falsche Richtungen derzeit abdriften. Ja, es sind nicht nur die Jungen, die falsch abdriften. Also auch meine Generation kenne ich viele, die während der Corona-Zeit auf einmal da in Richtungen abgebogen sind, wo man sich denkt, okay, gut, wir haben jetzt die Flat Earth wieder. Mhm. Es gibt diese Theorie der flachen Erde. Ja. Wurde damals schon ganz gut von Terry Pratchett aufgearbeitet. Ich weiß nicht, ob der da was sagt. Ein bisschen, ja. Die Scheibenwelt. Und, aber ich finde es wirklich sehr gut, dass sich Jugendliche damit jetzt auseinandersetzen und versuchen, das Ganze ins Gegenteil zu wenden. Und ich gebe da vollkommen recht, diese TikTok-Sachen und Insta und Facebook und wie sie alle heißen, man verschwindet ein bisschen in einer Anonymität, glaube ich. Ja. Siehst du auch so, dass das die Jugend eher vielleicht jetzt wieder mehr kommunizieren sollte miteinander, nämlich kommunizieren im Sinne von Zusammensitzen? Kommunizieren, ja, im Sinne von Zusammensitzen. Also ich wäre, glaube ich, im Generellen sehr für ein gesellschaftliches Experiment, wo wir einfach einmal unsere Handys einen Tag lang tatsächlich gar nicht verwenden. Das wäre sehr gut. Aber was ich da auch interessant finde, ist der Fakt, dass ich glaube, wenn man ein Mensch auf die Welt kommt, dann ist man ein unbeschriebenes Blatt. Und alles, was man dann lernt, formt einen. Also es hat auch ganz viel wirklich mit einem selbst im familiärsten, privatesten Rahmen zu tun. Und die Kindheit prägt uns unser Leben lang am allermeisten. Und ich glaube, dass man gewisse, ich will jetzt nicht sagen, dass jede Kindheit nur aus Traumata besteht, aber gewisse Traumata sollte man, glaube ich, lieber früher als später behandeln. Denn irgendwann mal ist es zu spät und man hätte viel früher ein glücklicheres Leben leben können. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, verloren geht derzeit. Einfach diese prinzipielle Selbstreflexion. Also das ist eigentlich für mich auch in diesem Stück jetzt sehr interessant, der familiäre Aspekt. Mhm. Und weil man ja auch nie weiß, was das eigene Verhalten bei jemandem auslöst, der gar nicht direkt hier jetzt beteiligt ist, aber dennoch alles mitkriegt und dadurch dann total traumatisiert wird. Also die Psyche ist sowas unbeschreiblich Vielschichtiges und Spannendes, vor allem im Theater, finde ich. Ja. Du bist ja irgendwo erblich vorbelastet, was das Theater betrifft. Ja. Durch den Vater, die Mutter ebenso? Oder? Also bei mir ist tatsächlich die ganze Familie okay. im künstlerischen Bereich tätig. Meine Mutter war Opernsängerin und Schauspielerin. Mein Vater, Gernot Kranner, natürlich alles Mögliche, ganz grandios. Also Sänger, Schauspieler, Regisseur, Kindertheatermacher. Mein Onkel Reinhold Kranner, auch Sänger. Meine Cousine Stella Kranner, Sängerin. Meine Tante, auch Maskenbildnerin. Meine andere Tante, Schauspielerin. Also cetera, alles irgendwo im künstlerischen genau, Bereich tätig. Genau, sogar meine Schwester geht jetzt in Film, Drehbuch schreiben. Okay. Also das ist total da. Das Interessante aber ist, es wurde niemals irgendein Druck ausgeübt. Ja. Irgendwie diesen Familienweg gehen zu müssen oder irgendwas. Also deine Eltern haben nicht gesagt, du musst jetzt Regisseur werden oder du musst jetzt ans Theater. In keinster Weise, gar nie. Also und auch nicht abgeraten, so, weil doch sehr viele Künstler dann ihren Kindern sagen, nein, mach lieber den Beruf nicht, mach nicht den gleichen Fehler, den ich gemacht habe. Nein, tatsächlich nein. Also sowas, ich glaube, dafür lieben wir das alle viel zu sehr. Als dass man, manchmal kann man scherzen, aber eigentlich ist das total authentisch und es ist eben, wenn du nichts anderes kennst, ist es auch eine ganz andere Entscheidung, diesen Weg zu gehen, weil du
bist dir der Risiken und der Pros und Kontras absolut bewusst, aber es ist wurscht. Genau, also eben, ich wurde niemals da reingedrängt. Das Interessante ist, ich habe dann ganz viele Opern anzusehen. Mhm. Also ganz begonnen habe ich mal mit Tanz der Vampire exzessiv. Dann habe ich ganz viel Opern angeschaut. Aber das Musical, nicht der Film. Genau, das Musical Tanz der Vampire, genau, richtig. Und dann eben die Opern. Und dann bin ich eine Zeit lang auf der Bühne gestanden und habe im Burgtheater und in der Staatsoper gespielt als Kind. Ja. Und habe das ganz interessant gefunden und war dann auch bei den Wiener Sängerknaben in der Schule. Aber ich habe dann gemerkt, das ist nicht meine Kompletterfüllung als Mensch. Und habe dann mit 13 den Ring des Nibelungen von Richard Wagner inszeniert von Frank Castorf bei den Bayreuther Festspielen gesehen. Und das war für mich dann der Moment, wo das Universum plötzlich ein Urknall in meinem Hirn gemacht hat. Und von da an, und das ist jetzt 10 Jahre her, also von da an wusste ich, es geht in die Regierichtung. Und es macht unheimlich viel Spaß, eine Regie zu führen. Es macht unfassbar viel Spaß. Also, sonst ist das ja nicht. Naja, also was ich auch ganz toll und spannend finde, ist Regieassistent auch zu sein, weil man einfach unbeschreiblich viel lernt. Ja. Handwerk, Erfahrung etc. Wenn dich der Regisseur lernen lässt. Beim Film ist das immer ein bisschen anders. Beim Film ist das bestimmt anders. Im Theater ist der so, ist die Arbeit zwischen Regie Assistenz und Regie eine wahnsinnig intensive und auch im besten Sinne abhängige voneinander. Also das ist, mag gar nicht wissen, wie das im Film, oder weiß ich gar nicht, wie es im Film ist. Das ist auch irgendwann mal noch auf meiner Liste. Aber ja, waren dann die Schwester. Genau, wunderbar. Ja, nein, aber das Regieführen, ich persönlich kann nur sagen, dass ich mich wirklich wahnsinnig erfüllt fühle, wenn ich inszeniere. Es ist einfach die Möglichkeit, die eigene künstlerische Vorstellung zu realisieren, in Kombination mit einem Team, das man sich im besten Falle aussuchen kann. Aber selbst wenn nicht, es ist einen Raum zu schaffen, einen Raum zu geben, um künstlerisch arbeiten zu lassen und selber arbeiten zu können, das ist unbeschreiblich geil. Also ich könnte nichts anderes machen. Na, das ist ja gut so, wenn man seinen Beruf mehr oder weniger zur Liebe gemacht hat. Und das ist ja, man merkt, du bist mit Herzblut dabei bei der ganzen Sache. Ja. Lieber Sebastian, es freut mich, dass du heute unser Gast warst. Sehr schnell vergeht die Zeit, meine Lieben. Und ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Ab wann gibt es das Stück zum Sehen übrigens? Salome hat Premiere am 12. April. Am 12., ja. Im Dschungel Wien um 19.30 Uhr und läuft dann noch bis zum 15. April. Und Karten kann man wo bekommen? Im Dschungel. Direkt im Dschungel, also Homepage oder? Homepage. Und vor Ort. Wunderbar. Ja. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Also, kommt zahlreich und schaut euch das Stück an. Gleich bei uns, die ich kennenlernen durfte bei uns im Jocherl als Kinderbuchautorinnen. Und Sie werden es jetzt einmal selber vorstellen. Beginnen wir gleich bei der Ruth. Hallo, mein Name ist Ruth Anne Böhm. Ich schreibe Kinder- und Jugendbücher, so wie alle anderen hier auch. Und ich gebe das Wort einfach gleich weiter.
Hallo, mein Name ist Julia Wagner, ich bin auch Kinder- und Jugendbuchautorin und gebe gleich weiter. Hallo, Überraschung, Kinder- und Jugendbuchautorin und Sabi Kasper mein Name und gleich für die Christine. Christine Auer ist mein Name und wie meine lieben Kolleginnen und Freundinnen bin auch ich Kinder- und Jugendbuchautorin aus Österreich. Wie seid ihr eigentlich auf das gekommen, dass ihr vier euch zusammengefunden habt und noch dazu dann ein Märchenbuch über einen Captain schreibt? Ja, doch ein bisschen außergewöhnlich. Das ist eine lange damit, dass vor vielen, vielen Jahren inzwischen, ich schätze, es sind ungefähr 10, sich die Christine und ich in einem Schreibseminar getroffen haben und knapp später dann die Sabi, die Julia und ich in einem weiteren. Und wir irgendwie festgestellt haben, dass das Schreiben gemeinsam einfach netter ist und sich daraus eine Runde entwickelt hat, wo wir uns ungefähr einmal im Monat getroffen haben, um uns gegenseitig Texte vorzulesen und konstruktiv Kritik zu geben, was uns allen sehr viel geholfen hat, weil dadurch halt die Texte mehr Qualität und mehr Tiefgang bekommen haben. Und irgendwann war da eine Geschichte, die ein Anfang war, aber die einfach nicht vollkommen erzählt war. Und da kam dann eben die Idee auf, gemeinsam eine Staffelgeschichte zu schreiben. Und da gebe ich jetzt einfach das Wort mal weiter. An wen? An wen? An wen gibst du das Wort weiter? An die Sabi. Genau. Und die Ruth hat so quasi, ist so quasi die Mutter des Kapitän Grimbert, könnte man sagen, die quasi die Figur jetzt mal erfunden hat und auch ein Großteil seiner Piratencrew. Und sie hat uns, also sie hat damals in einem Schreibseminar eben auch vorgelesen und wir waren irgendwie alle voll von der Rolle, weil es wirklich super nett und super lustig war. Und hat dann gesagt, naja, hätte sie Lust, da mitzuschreiben. Und hat dann mir quasi mal mich eingeladen, quasi die zweite Geschichte zu schreiben. Julia war dann sozusagen bei der dritten Geschichte und Christine dann sozusagen bei der vierten Geschichte. Und es ist insofern ein ganz spannendes Projekt, weil es gab schon so ein bisschen eine Rahmenhandlung. Also wir wussten schon, wo spielt das ungefähr, wie heißt das Schiff, wie heißt die Mannschaft eben auch. Aber trotzdem hat jede Autorin, ja, jede von uns, so ihre ganz persönlichen Dinge noch hineingepackt. Neue Figuren erfunden, neue Twists eingebaut. Und das war immer ganz witzig, wenn man dann die Geschichten gelesen hat, der Nächsten, ja, wenn man selber überrascht war, dass sich selber irgendwie gefreut hat, was denn da quasi hineingekommen ist. Ja, das mal von meiner Seite. Magst du ein bisschen was noch erzählen, Christine, oder? Ja, zum Grimbert. Also das Spannende beim Grimbert war ja, dass es eben dieses Konstrukt gab. Wir hatten auch so einen roten Faden, wobei bei den ersten vier Geschichten noch gar nicht so. Mhm. Die sind entstanden. Da hat dann jede von uns einfach eine Geschichte dazu erfunden mit dieser bestehenden Mannschaft, mit dem bestehenden Kapitän. Und wir haben aber versucht, unseren eigenen Stil natürlich irgendwo, unsere eigene Art zu erzählen, hineinzupacken. Und was es ja dann noch gibt von Grimbert, wenn ich es mal spoilern darf, es kommt noch ein Band 2 und ein Band 3. Und da hatten wir es dann schon etwas komplexer, weil da gab es dann einen roten Faden, der sich durch die Geschichten durchgezogen hat. Und da war es trotzdem jedes Mal dann spannend, die anderen Geschichten zu hören, weil dann jede trotzdem nochmal so einen kleinen Twist hineingebaut hat in die Geschichten. Und das war auch für uns jedes Mal sehr lustig, dann zu erfahren, wie es denn so weitergeht mit der ganzen Mannschaft. Und ihr werdet ja nicht schon als kleines Kind gedacht haben, ich werde Kinderbuchautorin. Wie seid ihr überhaupt auf das gekommen? Wie waren die Wege so von euch zu diesem? Ja, das ist eigentlich gar nicht so eine einfache Frage. Bei mir war es so, wie glaube ich auch bei sehr vielen, dass es übers Schreiben kommt und übers Lesen eigentlich. Ja. Also immer viel gelesen, dann ein bisschen was geschrieben, dann irgendwie immer den Traum gehabt, Autor werden, ohne zu schreiben. Aha, das wäre ich so gern, wie ein Wort geschrieben. Da wird es ein bisschen schwer. Ja, und dann, also bei mir war es so, dass dann nach der Schule eigentlich, habe ich einen Wettbewerb gesehen in der Zeitung, das war der Dixi Kinderliteraturpreis. Und da habe ich mir gedacht, wow, da schicke ich jetzt mal eine Geschichte hin. Natürlich nichts geworden. Und bei mir war es dann so, dann kam das Leben eigentlich dazwischen. Und dann habe ich eben bei so einem Schreibseminar, wie es Edi Ruth schon erwähnt hat, wo wir uns dann ja auch kennengelernt haben, habe ich dort sozusagen meine ersten Schritte gemacht. Und es wurde erklärt, wie man halt
das verfasst, mit Kritik und so weiter, wurde das Schreiben halt besser und dann hat es doch geklappt. Aber du machst jetzt nicht nur Schreiben, du hast einen normalen Beruf auch so nebenbei. Genau, ja, ich bin Ärztin. Also vom Schreiben alleine kann man nicht leben oder noch nicht? Nein. Also wie gesagt, ich habe schon ganz viel und ganz früh geschrieben. Ich habe immer Urwildfantasie gehabt und ich habe manchmal eher so nicht jetzt nur geschrieben, sondern die Geschichten gespielt. Also das war so meine große Leidenschaft. Ich konnte mich stundenlang so vertiefen ins Spiel, wie die meisten Kinder auch. Und habe aber dann, habe in der Schule sehr viel und gerne geschrieben, habe dann, wie gesagt, habe dann Gedichte ganz viel gemacht, so in der Pubertät, so alles, was halt gerade an Emotionen da war, in ein Gedicht rein. Und dann war aber eben genau der Punkt dieses eben, naja, vom Schreiben kann man nicht leben. Und habe dann aber meine erste oder zweite Leidenschaft gemacht. Ich arbeite mit Kindern seit über 30 Jahren und bin Kinder- und Jugendpsychologin geworden. Und das war aber trotzdem so wieder eben dieser Punkt, so ständig, so einfach klarerweise ganz nah an der Welt dran zu sein, der Kinder. Und dann trotzdem diesen Wunsch und dieses, ja, einfach diese Sehnsucht auch drinnen zu haben, zu sagen, ich würde das aber echt gern machen. Mhm. Und das war dann auch wieder so die Initialzündung, zu sagen, eigentlich, da gab es doch was, ja, was ich irgendwie mal machen wollte. Und dann zu sagen, ja, es ist nie zu spät, auch noch einen Traum halt mal zu verwirklichen. Das ist richtig. Ja. Und bei dir, Ruth? Das ist auch eine lange Geschichte. Fasse sie kurz. Also, nein, wir haben ja Zeit. Begonnen hat das Schreiben bei mir, also das tatsächliche Schreiben und Worte auf Papier bringen, mit den Gute-Nacht-Geschichten für meine Tochter. Da haben nämlich mein Mann und ich beschlossen, dass man Grimm-Märchen dieser Tage eigentlich nicht mehr erzählen kann, weil die Gewalt, die da vorkommt, echt nicht mehr zeitgemäß ist. Und wir haben dann einen Zyklus an eigenen Geschichten erfunden, die wir halt unserer Tochter erzählt haben. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, dass es echt schade wäre, wenn das verloren geht, wenn ich es nicht aufschreibe, weil es ja vorher nur mündlich erzählt worden ist und man solche Sachen ja total schnell wieder vergisst. Jedenfalls war das der Anfang meines Schreibens. Mir war es tatsächlich so, dass ich immer schon, das wie alle, gern Geschichten gelesen, aber auch erfunden habe. Und ich habe meine ersten Geschichten in der Volksschule geschrieben. Die waren natürlich jetzt keine wahnsinnslangen Geschichten, klar, als Volksschulkind. Und ich habe auf der Schreibmaschine meiner Mutter die ersten Geschichten getippt. Also das war noch so ein altes Teil mit diesen Armen, wo sich dann alles verheddert hat und die Finger waren ständig schwarz. Also mechanisch sozusagen. Mechanisch, genau. Und die Geschichten sind aber alle schön in der Schublade gelandet. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, möchte gern ein Feedback haben, möchte gerne wissen, wie es denn tatsächlich aussieht. Und habe eben bei einem Schreibseminar, wo ich dann auch die Ruth kennengelernt habe, teilgenommen, wo es darum gegangen ist, Texte einzuschicken. Man hat dann dazu Feedback bekommen und das war so ein bisschen mein Gradmesser für mich, wo ich mir gedacht habe, okay, ich schaue mal, wie es wird. Es war durchaus positiv, das Feedback, sodass ich dann dran geblieben bin und bei mir hat es dann tatsächlich mit den Büchern hat's begonnen. Ich habe dann 2015 den Dixi Kinderliteraturpreis gewonnen und da ist es dann losgegangen. Und bin heute in der glücklichen Lage, sagen zu können, ich bin selbstständige Kinderbuchautorin und Trainerin und habe meinen Juristenjob vor ein paar Jahren an den Nagel gehängt. Ihr habt ja bei uns schon mal den Grimbart vorgelesen und das auch sehr nett für die Kinder aufbereitet. Jetzt nicht nur, dass man sich da hinsetzt und das liest, sondern also wirklich mit Mittun, mit Requisiten. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen? Oder wer war der Ideengeber davon? Das war sicher eine Gemeinschaftsproduktion. Aber es ist, wenn man Kinderbuchlesungen macht, prinzipiell wichtig, dass man nicht nur vorliest, sondern auch ein Programm rundherum hat und dass die Kinder mit einbezogen werden und dass man halt Fragen ans Publikum stellt, damit halt die Konzentration wieder zurückgeholt wird und dann liest man halt wieder ein Stück weiter. Und der Grimbart ist halt auch ein sehr lustiges Buch und von dem her bietet sich's halt einfach an, in Piratenrollen zu schlüpfen und das halt mit Haar dann ans Publikum zu bringen. Und was natürlich auch dem ein bisschen geholfen hat, ist natürlich, dass wir zu viert auf der Bühne stehen. Ja? Also das war das erste Mal für uns, dass wir ja wirklich zu mehrt aus einem Buch lesen und gerade wenn man dann mehrere Rollen hat, bietet sich's natürlich an, dass man das auch mit verteilten Rollen liest. Ihr habt ja nicht nur in Grimbart, ihr habt ja auch andere Bücher. Wer hat denn da den größeren Teil?
oder ungefähr gleich? Ich denke, es geht nicht ums Größere, um den größeren Anteil. Also wir haben uns, die Ruth hat es vorher schon erwähnt, wir treffen uns ja schon seit Jahren regelmäßig, um uns auszutauschen. Und wir haben bei jeder Veröffentlichung haben wir alle mitgelebt und mitgefiebert. Also insoweit glaube ich, man kann Bücher nicht in Mengen messen. Da geht es ums Herz, was da dabei ist. Für welche Altersgruppen sind die Bücher geeignet? Brrrt! Also wir haben auch festgestellt, dass es als Kinder- und Jugendbuchautorin durchaus eine gute Sache ist, wenn man ein Portfolio an Büchern für unterschiedliche Altersgruppen anbieten kann, weil das dann viel einfacher ist, zum Beispiel mit einer Schule Kontakt aufzunehmen und in unterschiedlichen Klassen sowas wie eine Lesereise zu machen. Und eigentlich haben wir alle von Kindergarten bis ins Jugendbuch hinauf einfach verschiedene Werke anzubieten. Nahe Zukunft für uns zu viert sind quasi Band 2 und Band 3 von Grimbart. Die noch heuer erscheinen werden. Das ist so das allernächste Projekt oder die nächsten beiden Projekte. Ja, und ansonsten wird es weitergehen. Da gibt es genug. Ja. Und das große Highlight. Ah ja, ja. Darf ich das sagen? Ja, klar. Wir lesen am 30. April auf der Leipziger Buchmesse den Grimbart Band 2. Ja. Und das ist eine ziemlich coole Sache, weil, wie gesagt, wir kennen Leipzig und die Leipziger Buchmesse alle und mögen sie sehr, weil es einfach eine wirklich nette Veranstaltung ist. Ja. Und das ist schon eine ziemlich coole Sache, dort eben dann die Möglichkeit haben zu lesen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen heutigen Gästinnen, die heute bei uns waren. Wir sagen danke. Ja, danke. Gerne.